Was geschah eigentlich mit den überlebenden Todessern nach der Schlacht von Hogwarts? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit den Todessern befassen, insbesondere mit dem, was mit ihnen nach dem Zweiten Zaubererkrieg geschah. Nach der Schlacht von Hogwarts gab es nur noch eines, was zählte: Lord Voldemort war tot. Und mit seinem Ende war die Zaubererwelt endlich von dem Terror befreit, der sie in den letzten Jahrzehnten bis ins Mark erschüttert hatte. Doch mit dem Tod Voldemorts waren nicht alle Probleme gelöst, mit denen Harry Potter und seine Zaubererfreunde zu kämpfen hatten. Denn es gab immer noch jede Menge Todesser, die am Leben waren. Und niemand weiß, was genau aus ihnen geworden ist. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf eine Handvoll der gefährlichsten Todesser aus der Schlacht von Hogwarts und versuchen natürlich unser Bestes, um herauszufinden, wo sie gelandet sind und was aus ihnen geschehen ist. Als erstes auf unserer Liste haben wir Fenrir Greyback. Fenrir Greyback mag wie ein gewöhnlicher Todesser für dich aussehen, aber das war er eigentlich nicht. Er arbeitete eng mit Voldemort und seinen dunklen Zauberern zusammen, aber Fenrir Greyback gehörte nicht offiziell zu Voldemorts Mannschaft. Stattdessen verbündete sich der Werwolf mit Voldemort, weil sie ein gemeinsames Ziel hatten: den Umsturz der bestehenden Machtstruktur in der Zaubererwelt. Fenrir hatte genau wie Tom Riddle ein Problem mit Zauberern. Sie hatten ein Vorurteil gegen Werwölfe und behandelten die mit Lykanthropie-Infizierten als eine Art von Ungeziefer, das ihre Gemeinden terrorisierte. Fenrir war über diese Ideologie nicht nur beleidigt, sondern auch sehr wütend, und er machte es sich so zum Ziel, so viele Zauberer wie möglich mit Lykanthropie zu infizieren, damit er eine Armee aufstellen konnte, die groß genug war, um das Zaubereiministerium zu vernichten. Aber das kam alles zu einem Stillstand während der Schlacht von Hogwarts. Dort besiegten Ron Weasley und Neville Longbottom Fenrir Greyback, und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Werwolf danach mit magischen Ketten gefesselt in eine Zelle in Azkaban gebracht wurde, wenn er nicht schon auf dem Schlachtfeld getötet wurde. Aber was ist, wenn Fenrir überlebt hat? Am Ende der Schlacht wäre seine Armee von Werwölfen ziemlich dezimiert gewesen. Hogwarts hätte sicherlich dafür gesorgt. Also würde Fenrir Greyback sich komplett neu aufbauen müssen. Aber er konnte nicht so dreist vorgehen, wie er es während Voldemorts Aufstieg zur Macht getan hatte. Jetzt musste Fenrir wieder in den Schatten zurückkehren und sein Leben im Verborgenen leben. Wenn er klug wäre, hätte Fenrir die gesamte Zauberergemeinschaft gemieden. Das bedeutete, dass Greyback, um seine Werwolf-Armee zu vergrößern, Muggel jagen müsste und keine Zauberer mehr. Fenrir könnte in England geblieben sein, um seine Ziele zu erreichen. Aber mit dem Sieg der magischen Gemeinschaft durch Harry Potter wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Zauberer und Hexen einen Anstieg der von Muggeln geborenen Werwölfe bemerken würden. Wenn Fenrir klug war, würde er aus dem Land fliehen und einen Kurs in Richtung eines instabileren Teils der Welt setzen. Vielleicht würde das Greyback in den Osten führen oder auch auf einen ganz anderen Kontinent. Dort hätte Fenrir natürlich nach Herzenslust jagen können, aber im Gegensatz zu Zauberern und Hexen, die seine typischen Opfer waren, musste er bei Muggeln sehr, sehr viel vorsichtiger sein. Ohne Magie an ihrer Seite wären die Muggel auf die moderne Medizin angewiesen, um sich selber zu heilen, und die war nicht immer in der Lage, Werwolfsverletzungen zu reparieren. Wenn Fenrir in der Lage wäre, eine echte Werwolfsarmee aufzubauen mit Abertausenden von Mitgliedern, hätte er wahrscheinlich als nächstes das Zaubereiministerium in England ins Visier genommen. Wie wir wissen, verfolgte er so ähnliche Ziele wie Lord Voldemort: eine neue Ordnung erschaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fenrir, wenn er nicht gestorben ist oder gefangen genommen wurde, noch ziemlich bereit dazu war, eine Menge Schaden auf der ganzen Welt anzurichten. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Amykos Karrow. Als Lord Voldemort den Marsch gegen das Zaubereiministerium anführte, nutzte er seine neu gewonnene Macht, um seine Agenten in Machtpositionen in der ganzen Zaubererwelt einzusetzen. Einer dieser Agenten war Amykos Karrow, ein prominenter dunkler Zauberer, der während des ersten Zaubererkrieges in den späten 70er Jahren an der Seite des Dunklen Lords gekämpft hatte. Genau wie Lucius Malfoy und viele andere Todesser, die den ersten Zaubererkrieg überlebt hatten, verbrachte Amykos seine Tage nicht mit der Suche nach seinem besiegten Herrn Lord Voldemort, stattdessen verbrachte er die Jahre damit, sich an der Seite seiner Schwester Alecto im Schatten zu verstecken.
Erst als Lord Voldemort dank des Zaubertranks von Peter Pettigrew wieder einen richtigen Körper hatte, kehrte Carrow in die Herde seines Herren zurück. Danach schloss sich Amykos wieder den Todessern an, die eine Schreckensherrschaft über Großbritannien ausübten, die schließlich in Carrows Ernennung zum Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts gipfelte. Aber wo ist Carrow nach der letzten Schlacht, als Voldemort von Harry Potter getötet wurde, gelandet? Die gängige Meinung ist, dass er in Azkaban gelandet ist. Genau wie die Todesser aus dem ersten Zaubererkrieg wurden auch die Zauberer aus dem zweiten Zaubererkrieg zurück nach Azkaban geschickt. Aber was, wenn Carrow entkam? Amykos wurde in eine wohlhabende und hoch angesehene Familie reinen Blutes hineingeboren. Wenn er nur ein wenig Abstand zwischen sich und die Auroren des Ministeriums gebracht hatte, hätte er sicherlich die Möglichkeit gehabt zu entkommen. Wenn er es irgendwie geschafft hätte, aus dem Ravenclaw-Turm zu entkommen, wo er während der Schlacht von Hogwarts gefesselt war, hätte Amykos sich davonschleichen können und nie wieder von sich hören lassen können. Vor allem, wenn er die Hilfe seiner Schwester gehabt hätte. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Alecto Carrow. Alecto Carrow war die Schwester von Amykos und teilte ein ähnliches Schicksal. Genau wie ihr Bruder war Alecto eine der wichtigsten Todesserinnen während Voldemorts Feldzügen im zweiten Zaubererkrieg. Während der Dunkle Lord langsam die legalen Befugnisse des Zaubereiministeriums aushöhlte, führte Alecto Missionen durch, um den Rest der britischen Zaubererwelt zu verängstigen. Schließlich wurde auch sie Professorin in Hogwarts unter der Leitung des neuen Schulleiters Severus Snape. Doch nach einer turbulenten Karriere dort endete Alectos Amtszeit mit der Schlacht von Hogwarts. Zusammen mit ihrem Bruder wurde sie im Ravenclaw-Turm eingesperrt. Da sie an keiner der berühmten Auseinandersetzungen in den unteren Gemächern des Schlosses teilgenommen hatte, gab es einen kleinen Funken Zeit, wo Alecto hätte entkommen können. Mit Amykos an ihrer Seite würde es der dunklen Hexe nicht wirklich schwerfallen, gemeinsam zu entkommen. Wenn die beiden Geschwister also nicht in Azkaban gelandet sind, wovon wir nicht ausgehen können, dann wären sie vielleicht durch den verbotenen Wald an Lord Voldemort vorbei in die Freiheit geflohen. Wenn es ihnen gelungen wäre, ihm auszuweichen, hätten das Ministerium oder auch seine Auroren wahrscheinlich nicht viel tun können, um die Carrows daran zu hindern, den Rest ihres Lebens mit neuen Identitäten zu leben. Als nächstes auf der Liste haben wir Augustus Rookwood. Augustus Rookwood war einer von Voldemorts furchtbarsten Verbündeten und zu der Zeit des Zweiten Zaubererkriegs einer seiner ältesten. Rookwood hatte eine einzigartige Rolle in der Strategie der Todesser. Er war ein Maulwurf im Zaubereiministerium. Natürlich musste Voldemort viele einflussreiche Mitarbeiter des Ministeriums für seine Sache gewinnen, um bei den Feldzügen gegen seine Mitzauberer erfolgreich zu sein. Aber Augustus war etwas Besonderes, denn er arbeitete in der Abteilung für Mysterien, dem Ort, der die Geheimnisse der Gedanken, der Liebe, der Zeit und des Todes barg. Letzteres war ein Konzept, das Voldemort nie wirklich begreifen konnte, und nach Albus Dumbledores eigener Aussage war es das einzige, das Voldemort am meisten fürchtete. Es ist nicht wirklich schwer, sich vorzustellen, dass Augustus' Position als Maulwurf im Ministerium eine von Voldemorts wertvollsten Errungenschaften war. Und vielleicht trugen Augustus' Forschungen auch zu Voldemorts eigener Wiederauferstehung bei. Während der Schlacht von Hogwarts traf Augustus seinen Meister, als er es mit Albus Dumbledores jüngerem Bruder Aberforth aufnahm. Augustus wurde bei der Konfrontation überwältigt und genau wie die Carrow-Geschwister endet seine Geschichte hier. Die meisten nahmen an, dass er starb oder schnell nach Azkaban gebracht wurde, aber was wenn nicht? Wir wissen bereits eine Menge über Augustus' Vergangenheit. Als Maulwurf hatte er Zugang zu altem, wertvollem Wissen und der Spitzenforschung. Wenn es Rookwood irgendwie gelungen wäre, die Reise nach Azkaban zu vermeiden, hätte er sich sicher davon machen können, genau wie die Sympathisanten der Todesser, die nach der Schlacht ihr normales Leben weiterführten. Aber im Gegensatz zu diesen anderen hätte Augustus weiter für die Sache kämpfen können. Und mehr, er hätte seine Forschung fortsetzen können. Augustus gehörte zu den Unaussprechlichen. Die Unaussprechlichen waren von Natur aus ein Rätsel, aber auch wenn wir nicht viel über ihre Arbeit und ihre einzigartigen magischen Fähigkeiten wissen, können wir sicher sein, dass Rookwood nicht nur von der Todeskammer wusste, sondern auch von der Zeitkammer, zumindest während seiner Zeit im Zaubereiministerium. Wenn es ihm wirklich gelungen ist zu entkommen, wäre es nicht weit hergeholt, sich vorzustellen, dass er alleine versucht, die Zeitkammer zu verlassen und einen neuen Vorrat an Zeitumkehrern herzustellen, wie die, die während der Schlacht in der Mysteriumsabteilung zerstört wurden. Wenn es ihm jemals gelingen würde, einen zu bauen, würde er vielleicht in der Zeit zurückreisen und Voldemort daran hindern, Harry Potter zu töten, so wie es die Tochter des Dunklen Lords Delphini schließlich im verwunschenen Kind getan hat.
Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.